Hallo und herzlich willkommen zu einem nagelneuen Let's Play mit mir, Octriamus. Wir spielen Sid Meier's Pirates. Es verschlägt uns in die Karibik. Wir segeln kreuz und quer durch die Karibik, immer auf der Suche nach Abenteuern, nach Ruhm, nach Rum, nach Reichtum. Ja, und noch nach einigem mehr. Ich möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen. Aber bevor es uns in die Karibik verschlägt, passiert noch einiges anderes und deshalb möchte ich jetzt gar nicht lange vorweg quatschen, sondern einfach mal auf Sid Meier's Pirates spielen klicken und los geht's mit unserem Abenteuer. Es begann mit einer Feier. Jahrelang hatte man in der Schuld des Marquis Montemblanc gestanden. Nun sollte die Familie wieder zu Reichtum kommen. Ihre Flotte sollte am nächsten Morgen eintreffen. An Bord ihre Hoffnung und ihre Rettung. Doch die Feier wurde durch einen ungebetenen Gast gestört. Der Marquis persönlich überbrachte die schlechte Nachricht. Die Flotte war verschollen. Dennoch, die Schuld war fällig. Das Familienvermögen wurde beschlagnahmt, die Familie selbst festgesetzt. Doch einer von ihnen ließ sich nicht versklaven. Der mutige jüngste Spross der Familie entrann diesem Schicksal. Er schwor, sie zu retten und die Schandtat des Marquis zu rächen. 10 Jahre danach. Nun ein erwachsener Mann, macht sich der junge Abenteurer auf die Suche nach seiner Familie, um sie zu retten. Nach einer Reisemöglichkeit in die neue Welt, wenn ihr sofort nach Amerika kommt, könnt ihr hier anheuern. Naja, den Namen Incognito finde ich jetzt nicht so spannend. Der eine oder andere kennt ihn aus den Comics. Warum ich das tue, seht ihr später. Wie ist denn? Die Kapitäne an den Tischen dort drüben werden euch gerne an Bord nehmen. Französisch, spanische, holländische und englische Schiffe halten sich dort an so kräftigen Burschen, wie euch ausschauen. Sucht euch eines aus. Bei den Engländern anheuern, bei den Franzosen anheuern, bei den Holländern anheuern oder bei den Spaniern anheuern. Ja, gleich zu Anfang eine schwierige Frage. Ich habe nicht keine Ahnung, was das nützt. Ja, Französisch kann ich nicht. Spanisch kann ich mich auch gerade mal vorstellen. Holländisch, Englisch kann ich einigermaßen, also von daher. Mal bei den Engländern an. Wenninsella. Die Überfahrt war überschattet von Grausamkeit und Gewalt. Der Kapitän ritt das Schiff und seine Besatzung zu Schanden. Das ist ein ganz anderer Typ als der, bei dem ich vorhin angehört habe. Wow. Das ist jetzt aber nicht nett. Thank you.
frei und mit vollen Segeln. Schiff und Besatzung unter eurem Kommando. Erreicht ihr die Karibik. Ich bin auch sehr spannend, dass wir sofort eine Atomkopfflagge dabei haben. Spannend, Johnny Roger. Ja, wir schmieden unser Glück, retten natürlich unsere Familie und nehmen unsere. Unser Schicksal erwartet uns. Oder dieses Let's Play. Und zack, landen wir in Barbados. Und jetzt geht eigentlich erst das eigentliche Abenteuer los. Was machen wir hier? Eigentlich sieht jede Stadt ähnlich aus. Wir haben immer dieses Menü. Wenn wir einen Gouverneur haben, können wir natürlich mit dem Gouverneur reden, was wir auch gleich machen. Die Schenke aufsuchen, mit dem Händler Handel treiben, den Schiffsbauer aufsuchen. Die Beute teilen, das können wir im Moment noch nicht. Logischerweise, wir haben ja auch noch keinen einzigen Penny-Beute gemacht. Wir können den Status prüfen und davon segeln. Den Status prüfen, das machen wir gleich mal. Ihr habt eure Laufbahn in der Epoche 1660 heldenhafte Bukaniere als englischer Kapitän begonnen. Ihr seid gegenwärtig ein Kapitänslehrling mit Können beim Fechten. Ihr seid jetzt 18 Jahre alt und eure Gesundheit ist hervorragend. Eure 40 Mann starke Besatzung ist sehr glücklich. Ja, das sind jetzt eine ganze Menge Informationen auf einmal. Was das bedeutet, werde ich nach und nach erklären. Wir gehen jetzt einfach nur mal schnell die Menüs durch. Hier sehen wir Flottenfracht Gold, Lebensmittel, wie lange die reichen und so weiter. Flottenstatus haben wir jetzt gerade mal ein Schiff, die Schaluppe Rache. Mein persönlicher Status, ich habe überhaupt nichts geschafft. 0, 0, 0, 0, 0. Sinn und Zweck dieses Spiels ist natürlich, dass hier hinterher vor dem Schrägstrich die gleiche Zahl steht wie hinter dem Schrägstrich. Kapitänslogbuch. Hier erfahren wir so, was alles passiert. Wir sehen, die Spanier sind im Moment mit den Engländern, mit den Franzosen und mit den Holländern im Krieg. Außerdem zoffen sich die Holländer und die Franzosen. Das ist sehr interessant für uns, wenn wir einen Kaperbrief haben. Aber dazu später. Schatzkarte? Keine. Wer hätte es gedacht? Die Weltkarte. Barbados. Ja, auch zu den Symbolen werde ich später noch etwas hinzufügen. Wir sehen natürlich immer die Stadt, wo wir gerade sind. Ja. Zum Rest kommen wir später. Ich würde mal sagen, wir düsen jetzt direkt mal zum Gouverneur. Parishel. Also interessant, er hat zwei Worte gesagt und das heißt dann, mein lieber Pat White Haddock, trete doch bitte ein. Interessante Sprache bei den Engländern. Ja, hi. Ja, das ist nett, dass er mir das sagt. Das haben wir uns ja gerade schon angeguckt. Es interessiert uns natürlich brennend, weil wir sind ja Piraten. Und wir verdienen ja mit dem Kapern und Plündern von Schiffen und Städten unser Geld. Ja, aber das einfach so auf eigene Faust zu tun, ist jetzt nicht so sinnvoll. Es ist immer ganz praktisch, einen Kaperbrief zu haben, weil da hat man eine große Nation im Rücken, die uns auch im Zweifelsfall Schutz gewähren. Also so ein Kaperbrief wäre eine schöne Sache. Ach, und er bietet uns direkt einen an. Das ist doch klasse, brauche ich gar nicht nachfragen. Der uns dazu befugt, die Schiffe unserer Feinde auszurauben und zu welken. So einfach ist das. Also normalerweise, wenn du jetzt mit deinem Kanonenbild um dich schießt und mit dem Säbel rasselst, die Feinde erledigst und das Gold an dich nimmst, dann bist du ein gemeiner Verbrecher. Hast du so ein Stück Papier mit einem Siegel drunter, tja, schon ein bisschen Nationalheld. So einfach geht das. Vom miesen, niederträchtigen Verbrecher zum Helden. Leider geht das heute nicht mehr so. Ah ja. Mhm, Trinidad. Hatten wir gerade auf der Karte sehen können. Toll.
Vergiss dich. Ich habe keine Ahnung, was das Essen von Trauben mit der Kaperung einer spanischen Barke zu tun hat, aber anscheinend ist das genau die richtige Geste damals im auslaufenden oder ja, Mitte des 17. Jahrhunderts, 1660. Also, ihr wisst, wenn ihr wollt, dass jemand anders eure Feinde ausplündert, dann solltet ihr auf jeden Fall eine Traube essen. Achso, ja, gut, okay. Den Rest gucken wir uns später an. Ich würde sagen, jetzt düsen wir los. Ab in die Wankensegel sitzen. Und wir schnappen uns jetzt diese Bark auf dem Weg nach Trinidad. Bis. Ja. 22 Seemänner in der Schenke brennen darauf, bei uns anzuheuern. Ja, die können wir nachher noch mitnehmen. Achso, ja, gut. Da muss ich drauf gucken. Ich muss erstmal ein wenig in die Steuerung reinkommen. Mit einem lauten Knacken gegeneinander und der feindliche Kapitän geht einfach auf. Ach, was für ein Langweiler das ist. Unser Mut hat den Gegner schwer beeindruckt. Eine eifrige Gruppe von 33 Matrosen will sich aus freien Stücken. Das sieht man aus freien Stücken. eurer 40 Mann starken Besatzung anschließen. Willkommen an Bord, Jungs. Ja, immer her damit. 555 Goldstücke. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich noch die Fracht mitnehmen. Nun ja. Hier beim Händler können wir nämlich jetzt die Beute verkaufen, alles verkaufen. Lebensmittel werden natürlich nicht verkauft, genau wie die Kanonen. Okay. Wir suchen mal den Schiffsbauer auf. Dieses Schiff. Das verkaufen. Und das hier rüsten wir doch gleich mal auf. Und jetzt düsen wir mal zum Gouverneur zurück. Ja, hi. Darüber haben wir bereits gesprochen. Aber Barke von der König wird zufrieden sein. Ihr werdet bald zum Captain befördert. Ja, super. Achso, ich hatte gedacht, jetzt können wir hier noch irgendwas Tolles reißen. Schade. Ja, wir suchen mal die Schenke auf. Wir verschiedene Leute, mit denen wir reden können. Und einen Grafikpack, wenn ich das richtig sehe. Ja, toll. Diese Stadt platzt aus allen Nähten. Durch einen Indianerangriff wird vielleicht ein Teil des Übels verjagt. Interessant. Steady Bonner, die Nummer 5 unter dem berüchtigsten Piraten der Karibik, verlässt die Piratenkläfe La Creek in der Nähe der Stadt Trinidad. Es ist bekannt, dass er mehr als 4500 Golddublonen bei sich trägt. Da unten. Das ist gar nicht mal so weit von uns entfernt. Steady Bonner. Berüchtigte Piraten, da kommen wir gleich nochmal zu. Hallo, völlig vertrauenswürdig aussehender Typ hinten in der Ecke. Der Pleasdon. Gibt euch für 200 Goldstücke ein weiteres Stück einer geheimen Schatzkarte an. Für den Vergabenschatz des Piraten Steve Bonnet. Gegen nordöstlich von Trinidad absuchen. Sarastar. Oh, das waren 200 Goldstücke, das ging aber schnell. Würde ich sagen, wir segeln davon.
gehe aber nochmal auf den Flottenstatus, denn ich möchte gerne etwas machen. Systemoption. Segel und Flaggen eures Schiffes ändern. Wir sind ja jetzt bei den Spaniern, bei den Engländern. Und deshalb haben wir natürlich auch englische Flaggen. Das möchte ich gerne speichern. Hier oben sehen wir unsere Mission, die Karte und den Aufenthaltsort von Steve Bonnet. Ich möchte noch ein wenig weiter segeln. Ich muss mich noch ein wenig mit der Steuerung vertraut machen. Hier sehen wir eine kleine Siedlung, New Dover. Und hier ist jetzt eine französische Siedlung. Und was uns dort erwartet, das sehen wir dann.